So, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aufgewacht in Manang, das letzte Mal. Und frühstücken jetzt gleich und brechen dann auf nach Yakarta. Es hat jetzt ungefähr 4-5 Grad, aber die Sonne scheint, ist richtig schön. Es soll 3,5 Stunden dauern, bis wir in Yakarta sind. Und das sind ungefähr 500 Höhenmeter on top. Hm. Genau. Also ungefähr 4000 sind das dann. Und ja, ich denke, die Akklimatisation von gestern, das hat ganz gut hingehauen. Allen geht's gut. Und ja, jetzt stärken wir uns. Hunger ist nämlich da. Sprich, ja. No altitude sickness. Und da geht's los. So sieht übrigens eine traditionelle Lodge hier in Nepal aus, auf diesem Annapurna Tea House Track. Meistens sehr einfach, viel Holz, ein Bett. Das hier ist natürlich sensationell, dass Tina und ich mal ein Doppelbett haben, weil eigentlich gibt es eher nur selten. Was wir hier darüber hinaus noch sehr luxuriös haben, ist ein eigenes Bad und vor allen Dingen eine europäische Schüssel. In den Lodges ist immer der einzigste Raum, der beheizt ist, die Gemeinschaftsräume. Da ist dann ein Ofen, um den sich dann alle sammeln. Und ansonsten ist hier nichts beheizt, was natürlich bei 0 Grad nachts schon frisch wird. Aber mit guten Schlafsäcken ist das nicht aushaltbar. Also ich habe mir das deutlich kälter vorgestellt. Ja. Winter toll. Wahrscheinlich sehe ich die nächsten drei Nächte. Und das hier, man kriegt zwar Decken, aber man braucht auf jeden Fall so einen Inlet-Schlafsack, weil die sind jetzt nicht gerade klinisch rein. Den ganzen Weg sind wir jetzt erstmal hochgelaufen, machen gerade Pause und laufen dann gleich weiter. Da läuft sie wieder, die Bergziege, die nepalesische Mountain Goat. Wir haben sie wieder gespottet, selten, aber manchmal wieder. Zur ersten Sabonas. Dafür mussten wir 4000 Meter hochlaufen. Aber sie sind dafür sehr lecker und 50 Rupien, also das ist mal ein unschlagbarer Preis. Ist Yakarta, sprich unsere Tagesetappe haben wir jetzt schon fast erreicht. Wir waren, glaube ich, jetzt so 3,5 Stunden bis 4 Stunden. Sehr anstrengend, auch aufgrund der Höhe. Aber ich glaube, lass es uns gleich erstmal lecker gut gehen mit Essen, Lunch. Bescheuert sieht man aus, wenn man sich schön die Schnauze verbrannt hat. Die Höhensonne ist hier sehr brutal. Man muss sich echt gut schützen. Am besten irgendwie ein Sombrero auf oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas, was wirklich krass schützt. Hart eincremen nützt, glaube ich, nichts. Das Einzige, was nützt, wenn man eine gesunde Haut hat. Genau. Naja, nicht gesund, aber ich bin anscheinend nicht so anfällig wie andere hier. Nein. Aber wir haben uns sehr gut eingeschmiert. Also wir haben mehrfach mit Sonnenschutzfaktor 50. Aber die ist echt knallhart, die Sonne. Mhm. Naja, damit müssen wir jetzt leben. Aber wisst ihr auch, womit wir noch leben müssen? Mit diesem Ausblick.
Gestern gar nicht mehr gemeldet, weil mir es nicht ganz so gut ging. Die Höhe und die Anstrengung haben mir so ein bisschen auf den Magen und auch auf die Lunge geschlagen. Also mit dem Atmen hatte ich gestern Abend ein bisschen Probleme. Also so leichte Symptome von der Höhenkrankheit und heute Nacht auch mit dem Kopf für beide. Aber das ist ja ganz normal. Oder was heißt ganz normal? Aber Namaste! Namaste! Hier läuft gerade ein Mini-Kind rum. Weißt du. So leichte Symptome haben wir gespürt. Ja, aber das ist relativ normal. Das hat meistens so ein bisschen. Und wenn das nach ein paar Stunden abklingt, dann ist es auch in Ordnung. Und das ist jetzt bei uns heute früh so. Das heißt, es kann weitergehen, sofern es den anderen gut geht. Die haben wir noch nicht gesehen. Es ist echt kalt. Mhm. Man sieht auf den Tischen und so, dass alles gefroren ist. Also wir hatten heute definitiv Minusgrade heute Nacht. Mhm. Ja, jetzt sind wir gespannt. Heute ist der letzte Etappenaufstieg, bevor es morgen drin passt. Genau. Also das heißt, wir gehen heute von guten 4.000 auf 4.5. Und ist kein sonderlich schwerer Hike, aber halt, man merkt es bei jedem Schritt, dass die Luft ein bisschen knapp ja, wird. Genau. Und das muss man langsam machen. Genau. Ganz viel Pausen. Genau, und wenn es dann heute Nachmittag passt, machen wir auch nochmal zur Akklimatisierung nochmal einen Trip weiter hoch zum Highcamp. Also dann nur ohne Gepäck hoch und wieder runter, damit man einfach mal die Höhe hatte, aber wieder tiefer schläft. Genau. Das ist ungefähr 4.900 Meter. Und damit wir das schaffen, gehen wir zum Frühstück. Genau. Hier hinter dem Berg und vor dem Berg mit der weißen Spitze ist der Pass. Das heißt, wir gehen hier, dann da hinten hoch. Den ganzen Weg zurück. Aber jetzt genießen wir erstmal noch diese wunderschöne Aussicht. Ganga Pola. Wir sind jetzt von ganz da hinten gekommen, alles Landslide Area. Sind jetzt hier, ich schwimme gleich mal rum in Torung Pedi, 4.500 Meter und da ist Torung Pedi. Ja. Haben es geschafft. War sehr anstrengend. Die erste Hälfte war okay, aber jetzt merkt man es schon, die Höhe. Das ist schon ziemlich hart. Aber da steht Apple Pie und Real Coffee. So, wir sind in Torung Pedi angekommen. Wir haben ein ganz nettes Zimmerchen gekriegt, diesmal auch umsonst. Licht geht nicht. Bislang haben wir immer so 1-2 Euro bezahlt. Also wir hätten es auch runterhandeln können auf kostenlos, wenn man immer dort isst, also Abendessen und Frühstück. Aber ich finde, die Leute hier, die brauchen wahrscheinlich 1-2 Euro mehr als wir. Und die machen das ja auch alles sauber. Und daher finde ich das immer ein bisschen schwierig, die dann auch noch da runterzuhandeln.
Also ein Euro tut einem da nicht weh, aber hier haben sie gleich gesagt, dass es kostenlos ist. Dann nehmen wir es auch. Ja, Zimmer ist, ihr seht quasi das ganze Zimmer. Doppelbett, nochmal ein Einzelbett. Ja, Strom gibt es hier nicht mehr. Heiße Dusche auch nicht mehr, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir sind jetzt auf 4.500 Meter. Genau, und jetzt essen wir erstmal was, um wieder ein bisschen Power zu kriegen, weil der letzte Schluss war gerade schon gut anstrengend. Und dann wollen wir noch ein Stück hoch zum Highcamp, halt ohne Gepäck, nochmal zum Akklimatisieren, also nochmal ein paar Höhenmeter machen und wieder runter. So der Plan, mal schauen, wie weit wir dann heute noch hochkommen. Und dann ist morgen der große Tag. Wir sind sehr gespannt. Wir haben einen Yak gespottet direkt bei uns. Es läuft aber gerade weg. Das sind schon monströse Viecher. Da oben, wo die Flaggen sind, da befindet sich das High Camp, wo wir morgen erstmal hin müssen und von dem wir dann aus über den Pass starten. Ja, sieht ein wenig steil aus. Stärkung vor der großen Passüberquerung gibt Macaroni mit Tomatensoße und Yak-Cheese. Bin mal gespannt. Guten Morgen. Wir haben jetzt 4.30 Uhr. In der Früh, es ist noch stockdunkel, es ist sehr kalt, aber wir sind gut eingepackt und gehen jetzt auf den Pass. Das heißt, 900 Meter geht es nach oben zum Pass. Es dauert ungefähr 4 bis 5 Stunden, weil wir wirklich ganz langsam laufen werden, einfach weil der Sauerstoffgehalt in der Luft nicht mehr so krass vorhanden ist. Und wenn wir dann oben sind, freuen wir uns kurz und dann geht es 1600 Meter wieder nach unten auf der anderen Seite. Wird auf jeden Fall ein langer Tag, uns geht es aber gut und starten wir mal in die Dunkelheit. Da kommt die ganze Meute mit den Lampen, die wollen alle zum Pass hoch. Sonnenaufgang. Vom Ganga Pona. Wir sind auf ca. 4,7 bis 4.800 Meter. Da oben ist er, der Torungla, der höchste Pass der Welt. 15 Minuten brauchen wir noch ungefähr. Und ja, es ist schon sehr, sehr anstrengend. Leichte Symptome von Höhenkrankheit sind bei mir vorhanden. Ich glaube, dem Rest geht's gut. Thank you.
Hier hinten ist das Königreich Mustang, wirklich sehr schöner Ort. Gestern haben wir uns nicht mehr gemeldet, weil wir nach dem Abstieg einfach K.O. waren. Also wir sind um 3:30 in Muktinath angekommen, haben noch heiß geduscht und haben uns dann so wenig wie möglich bewegt. Genau. Also der Auf- und Abstieg, die waren wahnsinnig anstrengend und ja, haben uns dann noch was zu essen gegönnt, Bierchen gegönnt und haben uns dann ganz schnell in die Falle geworfen. Genau, und heute geht's nach Chomson, das ist unsere letzte Etappe. Genau, wir sind gespannt. Wir haben Muskelkater. Ich glaube hauptsächlich vom Abstieg, weil wir 1600 Meter runter sind und das ziemlich zügig. Ja. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt frühstücken und dann geht's los. Letzter Tag. Von da oben sind wir gestern gekommen, den ganzen Weg runter. 1700 Höhenmeter. Das war sehr anstrengend. Heute geht's weitere 1000 Höhenmeter runter, nachdem wir gestern ja schon 1700 Höhenmeter gemacht haben. Also von 5,4 steigen wir heute auf 2,4 ungefähr runter. Tracking ist jetzt vorbei. Wir haben ein lachendes, ein weinendes Auge. War eine sehr, sehr coole Zeit, viele tolle Erlebnisse. Aber wir haben uns gestern sehr gefreut, im Zimmer eine warme Dusche zu haben und mal wieder ein bisschen sauber zu werden. Wir haben jetzt gestern noch mal 6 Stunden ungefähr gehabt beim Laufen. Genau. Zwischendrin aber die Kamera mal weggepackt, weil super staubig und windig war. Genau, mussten quasi die offizielle Route verlassen, weil die war irgendwie an einer Stelle abgebrochen, sprich du konntest nicht mehr durch einen kleinen Gebirgsbach nochmal passieren, also durchklettern, hatten Glück, dass wir das gemacht haben. Wir haben andere Touristen gesehen, die haben den Weg versucht weiterzugehen und die mussten einfach umdrehen. Das ist sicherlich eine Stunde mehr Aufwand gewesen, also relativ doof. Genau, da war das sehr gut, dass wir den Guide dabei hatten. Ja, jetzt genau sind wir in Chomson, es ist 6 Uhr morgens, wir fliegen jetzt gleich nach Pokhara. Ja. Also hinter uns ist quasi die Landebahn, ich zeige sie gleich nochmal. Die ist sehr kurz und gehört zu einer der gefährlichsten Flughäfen der Welt. Wir sind gespannt, was jetzt gleich auf uns erwartet. Daumen drücken. Schauen uns das an.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich mir das jetzt im Vorfeld angucke, weil die Landebahn ist echt kurz und da sind überall Berge. Ich bin gespannt und jetzt etwas nervös. Jetzt kommt unser Flieger. Mal schauen, ob der Pilot was kann. Was war? Eine Airport-Erfahrung der anderen Art. Der Security-Check verlief schon etwas anders. Alles verlief eigentlich anders. Sehr interessant, das alles. Es sind einige Inder dabei, komischerweise. Ja. Wir sind die einzigen Weißnasen. Aber wir haben auch mehr bezahlt. Deswegen wurden 5 Inder anscheinend rausgeschmissen, damit wir 5 Plätze kriegen. Also eigentlich nicht okay, aber haben wir jetzt erst mitgekriegt. Ja. Wir stehen quasi mitten auf der Landebahn und warten auf unseren Flieger. Um uns rum die Berge. Annapurna 1. Ziemlich viel Angstschweiß von den Indern gerochen. Ja, vielleicht war auch ein bisschen was von mir dabei. Aber jetzt sind wir in Pokhara und es ist warm in den letzten Tagen. Genau. Sehr warm. Schauen wir mal, was wir jetzt noch unternehmen. Genau. Wir sind gerade in unser Hotel eingecheckt und wir haben einen Balkon mit einer echt starken Aussicht. Guck mal hier. Echt richtig cool. Und hier in Pokhara ist es viel, viel, viel wärmer. Viel höhere Luftfeuchtigkeit als das auf dem Track war natürlich. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal 2-3 frische Sachen, weil das meiste von uns liegt in Kathmandu noch im Hotel.